Ich glaube, dass es eine gute Diskussion war. Also ich fand es sehr gut. RT Matz, das OB-Duell. Einfach näher dran an den Kandidaten. Ich bin der bessere Oberbürgermeister für Augsburg, weil, Herr Griebel. Weil ich für meine Heimatstadt und die Menschen hier Oberbürgermeister mit Leib und Seele bin. Weil die Menschen erfahren haben, dass viele Probleme gelöst worden sind, dass Chancen genutzt worden sind, dass wir die Stadt der Aufsteiger sind. Und weil vieles begonnen worden ist, das ich fortführen möchte. Herr Kiefer, ich bin der bessere Oberbürgermeister für Augsburg, weil? Weil ich die Bereitschaft und den Willen mitbringe, partnerschaftlich und vertrauensvoll mit anderen zusammenzuarbeiten. Das ist nötig, um an der Spitze dieser Stadt andere um sich zu versammeln, gerade auch im künftigen Stadtrat, wo die Lage noch unübersichtlicher sein wird als jetzt. Herr Kiefer, an meinem Konkurrenten schätze ich, dass er fleißig ist und intensiv arbeitet. Herr Griebel, an meinem Konkurrenten schätze ich das? Er ist ein fleißiger Oppositionspolitiker, der sich auch spezifisch in Themen einarbeitet und die dann auch geltend macht. Er setzt sich persönlich und von seiner Interessenlage dafür ein, dass die Römerstadt Augsburg positioniert wird und dass wir da vorankommen. Die Diskussion über Bänke mit oder ohne Lehne in der Innenstadt halte ich für, Herr Griebel? Relativ überflüssig, weil es gibt unterschiedlichste Ausführungen dazu und unterschiedlichste Anlässe, sich auf Bänken niederzulassen. Wichtig ist, dass es viele Bänke gibt. Halte ich für richtig, weil sie auch zeigt, dass jenseits von Millionenprojekten es doch Dinge gibt in dieser Stadt, die relativ klein sind und doch so wichtig für die Menschen. Herr Kiefer, am verpfuschten Umbau des Kurt-Frenzel-Stadions hat derjenige Schuld? Derjenige Schuld, der erstmal überhaupt dieses Stadion hat umplanen lassen. Das waren mindestens 2 Referenten und ich kann mir nicht vorstellen, dass dies ohne Wissen des Oberbürgermeisters geschehen ist, die darüber hinaus einen Architekten beauftragt haben, der noch nie mit einem Stadionumbau zu tun hatte. Herr Griebel, am verpfuschten Umbau des Eisstadions hat derjenige Schuld? Der das Stadion geplant hat und die Ausführungsplanung gemacht hat. Ein Architekt, den wir in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren gefunden haben und aufgrund der Vergabebestimmungen auch nehmen mussten. Und ich bedauere, dass die Diskussion nur politisch geführt worden ist und nicht die eigentlichen Verantwortlichen dafür in Haft genommen werden sollen, dass die Opposition nur Interesse daran hatte, politisch Verantwortliche zu sehen, ohne sich darum zu kümmern, dass das Stadion auch in Ordnung gebracht wird. Und heute haben wir ein Stadion, das top ist in der ganzen Republik. RT Mainz, das OB-Duell. Einfach näher dran an den Kandidaten. Hitradio RT 1.